Wegen des Champagners. Müsste man nicht Rückstände vom Betäubungsmittel im Glas finden können? Genau das untersucht Legrand gerade. Wie das ohne Labor? Oh, er hat eins. In seiner Kabine steht alles voll von so modernem Ermittlungskram. Schon beeindruckend, zu was der Inspektor in der Lage ist. Ein fähiger Mann, keine Frage. Und überraschend gut vorbereitet. Und fleißig. Er arbeitet schon die ganze Nacht wie ein Besessener mit seinen Pinseln und Tinkturen und Gläsern und allem. In der Haut des Rahmen möchte ich nicht gut stecken. Machen wir das noch. Ich würde sagen, da jetzt doch ein paar Lags mehr auftraten, werde ich dann jetzt doch mich nicht mehr groß umsehen, sondern bloß noch das Gespräch beenden und dann die Aufnahme ebenfalls. Gut, weil ich die Befürchtung habe, dass es jetzt wieder sehr asynchron geworden ist dadurch. Egal. Ich gehe davon aus, Sie und Legrand haben den Tatort und die Umgebung untersucht? Natürlich. Und wir konnten schon einen Haupttreffer landen. Die Tatwaffe. Tatsächlich? Wo haben Sie die gefunden? Auf der Gangway. Die Gangway, mit der man das Schiff betritt, kann geschwenkt werden und liegt am Schiffsrumpf an, wenn man sie nicht braucht. Der Mörder wollte die Waffe mit Sicherheit im Meer verschwinden lassen. Er ließ sie unauffällig über Bord gleiten. Und sie landete auf der Gangway. Pech. Aber Legrand und ich waren unmittelbar nach dem Schuss auf dem Nebendeck. Da war niemand. Vielleicht hat der Mörder die Waffe erst später entsorgt. Wir haben sie erst im Morgengrauen entdeckt. Ich denke, ich werde erst einmal Inspektor Legrand aufsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden mich nicht mehr los. Ich bin hier und ich bleibe hier, Konstable Oliver. Wie auch immer. Inspektor Legrand hat mich dazu abkommandiert, den Frachtraum mit unserem besonderen Gast zu bewachen. Ist mir ganz recht. Ein Inspektor Legrand kann vielleicht tagelang ohne Schlaf auskommen, aber ich kann das nicht. Es ist nicht leicht, mit großen Tieren mitzuhalten, Wachtmeister Zellner. Nein. Und es ist nicht sehr leicht, sich mit Vollidioten wie dir rumzuschlagen, mein Freund. Ja, das ist jetzt natürlich total toll, dass er sich unten zur Bewachung des Gefangenen mit hinsetzt und ein Nickerchen halten will, vorsätzlich sogar schon. Aber egal, lassen wir den mal außer Acht. Ich finde jetzt auch merkwürdig, dass er gar nicht erst auf, dass wir gar nicht erst auf den Punkt eingehen konnten, dass er uns ja eigentlich suchen sollte unten im Frachtdeck. Aber vielleicht lässt sich das ja noch später mal klären. Ich finde bloß merkwürdig, dass die Pistole ausgerechnet auf der Gangway fallen gelassen wurde. Ist doch irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen, oder? Also, die kann doch nicht so groß sein. Wir können ja mal kurz gucken gehen. Jetzt gucke ich doch. Naja, was soll's. Gut, hier haben wir noch die Gangway, genau. Schauen wir mal. Nee, ist bloß so ein kurzes Ding. Seltsam, fast überall auf dem Schiff kann man eine Waffe problemlos unbemerkt ins Meer gleiten lassen. Und der Mörder sucht sich ausgerechnet die nicht paar Meter das aus, in denen man würde es nicht auf geht. Jeden Fall hören, wenn man hier aus Versehen die Waffe drauf fallen lassen würde. Das ist äußerst komisch. Die Gangway ist kaum zu übersehen. Warum hat der Mörder seine Waffe auf die Gangway fallen lassen? Er muss seinen Fehler doch bemerkt haben, selbst wenn er mit dem Rücken zum Meer stand. Warum hat er die Waffe dann nicht aufgenommen Fragen und einen Meter Fragen, weiter ins Meer was geworfen? Was hier alles so seltsam ist, das ist schon seltsam. Ja, weil das, hier tun sich Ungereimtheiten auf, die erschließen sich mir noch nicht so ganz, muss ich sagen. Wie gerne würde ich mich jetzt in die Sonne legen und ein Nickerchen machen. Aber ach, ich muss mich aber zurückhalten, irgendwas Zeit zwischendurch zu sagen, denn durch die Asynchronitäten passt das ja dann nicht. Egal. Wir können uns in die Sonne legen, das finde ich gut. Schade. Nein, Jakob. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber die Alternative, also die Option finde ich schon mal schön, dass man es überhaupt anbietet. So, schauen wir doch mal hier. Flauschige große Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Du bist doch kein Nein. Deutscher, du bist doch Schweizer, mein Freund. Gut, aber runter kommen wir ja nicht, oder? Nee. Schade. Gut, dann kommen wir hier bloß in den Salon. Können wir ja auch mal tun. Geht's ja nicht gut, glaube ich. Oh, hier ist es aber schick. Muss ich mal so sagen. Ach, der Salon ist auch der Raum, in dem wir empfangen wurden mit dem Champagner, wenn ich mich recht entsinne, nicht wahr? So, halt, was haben wir hier? Schau hinaus. Herrlich, Sonnenschein und blauer Himmel über dem Mittelmeer. Ohne den Mord wäre es der perfekte Kreuzfahrttag. Ein Mord ist geschehen, was soll's.
Das Schiff muss vor einigen Jahren umgebaut worden sein. Das früher gab es hier bestimmt kein so modernes Glasdach. Gut, ansonsten... Nee, Hinterdeck wollen wir nicht betreten. Ansonsten scheint dieser Raum vorerst unwichtig zu sein. Wir können hier nichts betrachten. Dann können wir eigentlich mal hier vorgehen. Vielleicht kommen wir hier auch durch. Ich denke schon. Ah, wir haben noch eine andere Perspektive. Das ist gut. Mehr Optionen bietet uns das allerdings auch nicht. Also können wir auch rausgehen. Was soll's. Gut, ich nehme mal an, wir werden nicht bei der Baronin von Trebitz reinkommen, oder? Die Kabine wurde versiegelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Siegel hier mitten auf dem Meer keinerlei rechtliche Relevanz besitzt. Aber ich bin nach wie vor darauf angewiesen, dass Legrand mich in seinem Team mitspielen lässt. Ich sollte es mir mit ihm nicht verscherzen. Ich wollte gerade schon sagen, sein Siegel breche. Mensch, Typ, man kann es auch übertreiben. Ich sollte erst Inspektor Legrand um Erlaubnis fragen. Meine Ermittlungen würden erheblich erschwert werden. Gut, machen wir das doch. Da hinten kommen wir eh nicht rein. Also ab die Treppe hinab und dort mal schauen, was wir so finden. Da sollten ja die ganzen Kabinen sein. Ach, so, Entschuldigung, ich musste gerade noch was trinken. Gut, was haben wir denn hier? Ein Modell. Eine Pflanze? Wichtig. Der klägliche Versuch, das Innere des Schiffs weniger trostlos erscheinen zu lassen. Etwas Farbe an den Wänden hätte mehr geholfen. Zumal die Pflanze mit so wenig Tageslicht vermutlich nicht lange durchhalten wird. Ein Modell der Lydia vor ihrem Umbau. Früher war sie ein reines Transportschiff. Die breiten Korridore, vielleicht die Kabinen ja und den Salon hat sie erst in späteren Jahren erhalten. Die auch früher schon unterwegs war. Wer weiß, wer weiß. So, schauen wir mal hier. Ein Rettungsplan und einige Tipps des Doktors gegen Seekrankheit, Sonnenbrand und dergleichen. Und hier, Termine für das Unterhaltungsprogramm an Bord. Umtrunk mit dem Kapitän, Shuffleboard-Wettbewerb auf dem Vorderdeck. Das war's schon. Ja, ist ja so ein ist richtiger das. Spaßdampfer. Unglaublich. Gut, hier haben wir den Alarmmelder. Hier geht's auf die Krankenstation. Da werden wir wohl Dr. Gebhardt antreffen, schätze ich mal. Ich will mal kurz spaßeshalber probieren, ob wir nicht vielleicht hier ziehen können. An so einem Alarmmelder wurde gestern Alarm ausgelöst. Dieser hier wurde nicht gezogen. Bringen, die Verplombung ist schauen, intakt. Welcher Alarmmelder das war, der gezogen wurde. Aber gut, betrachten wir doch erstmal hier die Krankenstation von innen und wollen unserem Freund Dr. Gebhardt Hallo sagen. Herein! Servus, Dr. Gebhardt! Nun, da ist schon der Nächste. Bitte? Sie wollen doch auch schon wieder was von mir, oder? Ich befürchte, ja. Was für ein erster Arbeitstag. Ist interessant, wie er da steht. Ich meine, also, ich verstehe erstmal, was er für ein Problem hat, weil Inspektor Legrand schließlich auch immer ankommen wird, denke ich mal. Und ihn bestimmt auch unter Zeitdruck setzen wird, um ihn als Gerichtsmediziner zu missbrauchen. Aber ich finde irgendwie lustig, wie er da steht hier. So ein bisschen gebückt. Na gut, was soll's. Was hat die Untersuchung des Opfers ergeben? Es ist tot. Ich habe sie nicht die Nacht durcharbeiten lassen, Dr. Gebhardt. Sie wurde erschossen. Aus kurzer Distanz, vermutlich mit einer Pistole. Es scheint, als habe sie auf dem Bett gelegen. Der Schuss traf sie ins Herz, sie war sofort tot. Ein Schuss? Mehr war nicht nötig. Und immerhin fiel auch nur ein Schuss, nicht wahr? Und es gibt auch nur eine Eintrittswunde? Nur eine. Ich habe gehört, ich wurde mit Schlafmittel betäubt. So scheint es. Was können Sie mir dazu sagen? Ich? Was habe ich damit zu tun? Haben Sie das Glas nicht untersucht? Nein, habe ich nicht.
Der Inspektor meinte, er sei der bessere Chemiker von uns beiden. Ich habe ihn gelassen. So konnte ich mich wenigstens auf die Leiche konzentrieren. Also müssen wir gleich noch zum Inspektor und da mal nachfragen, was da so rauszufinden ist. Wissen Sie, aus welchem Glas ich getrunken habe? Wie meinen Sie das? Kapitän Di Conti reichte mir ein Glas mit Champagner. Aber woher hat er es? Ich weiß nicht. Haben Sie ihn schon gefragt? Ich frage nur, weil Sie ja auch im Salon waren, als der Champagner herumging. Ja, aber ich habe den Salon erst einige Augenblicke vor Ihnen betreten. Ich bin nicht dazu gekommen, selber ein Glas zu trinken. Was man rückblickend als Glück bezeichnen muss. Da haben Sie natürlich recht. Glauben Sie, die Baronin könnte auch betäubt worden sein? Sie war sehr müde und wackelig auf den Beinen, als Legrand und ich sie getroffen haben. Ich habe davon gehört. Ich muss sie im Salon knapp verpasst haben. Und ohne sie selber gesehen zu haben, ist eine Diagnose schwierig. Natürlich. Können Sie zu Ihrem sonstigen Gesundheitszustand etwas sagen? Sie hatte erhebliches Übergewicht und der Butler sagte, sie litt an Diabetes. Trotzdem sei sie seit Jahren bei keinem Arzt mehr gewesen. Klingt nicht gut. Kommt häufiger vor, als man denkt. Einige Leute haben Angst vor Ärzten und bezahlen das mit einem frühen Tod. Gut möglich, generell dass die Baronin das, so oder so nicht genau wie es bei Jahre der Baronin ist, häufiger vor, als man denkt. Also Übergewicht und Diabetes bei alten Leuten und dann drauf scheißen. Also bei meiner Oma ist das zum Beispiel genauso. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man im Alter dann sich nicht mehr da einschränken will. Wenn man sein Leben lang so gelebt hat, dann ist es schwierig wahrscheinlich, sich im Alter dann nochmal da in seinen Gewohnheiten zu ändern. Nur weil es dann heißt, ja, deine Zuckerwerte sind zu hoch. Ich meine, es ist ja irgendwo ein bisschen abstrakt, damit kann man nicht so viel anfangen. Das wird einem halt gesagt, aber mehr als dieses, was einem da gesagt wird, hat man auch nicht in der Hand, ne? Also, naja, gut, wer weiß. Konnten Sie das Projektil schon entnehmen? Hat Legrand Sie geschickt? Was ist mit diesem Franzosen? Ich habe doch gesagt, dass ich mich melde, sobald ich es habe. Das habe ich auch schon dem Wachmann gesagt, den er die ganze Nacht lang rübergeschickt hat, nachdem ich Legrand selber endlich losgeworden war. Er hat Ihnen über die Schulter geschaut? Er hätte mir wohl am liebsten das Skalpell aus den Fingern gerissen. Aber das hier ist meine Praxis. Und ich lasse mir von Amateuren nicht ins Handwerk pfuschen. Verständlich. Wie lange wird es denn noch dauern? Ich bin gerade fertig geworden. Mit freundlichen Grüßen an seine Majestät. Danke. Ich glaube, das war's fürs Erste. Nein. Das war's fürs Erste, Zweite und Dritte. Ich werde mich einige Stunden hinlegen. Richten Sie Zack, das Ihrem Chef aus. Schmiss. Aber... Könnte ich dann zumindest den Schlüssel bekommen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir das Opfer nochmal untersuchen müssen? Dann weiß der verehrte Inspektor, wo er mich finden kann. In meiner Kabine, im Bett. Gute ja, Nacht, ich glaube, der war ein bisschen pissig, dass er die ganze Nacht durcharbeiten musste. Kann ich aber irgendwo verstehen. Gut, gehen wir doch erstmal hier rüber. Und schauen mal, was wir bei Inspektor Legrand so rausfinden können. Der sollte ja noch ein paar Informationen zum Champagner für uns haben. Und danach können wir uns noch auf dem Oberdeck umschauen. Ja, dann geh doch mal rein. Das ist Legrands Kabine. Herein!